Ja, starkes Deutschland, starkes Europa. Lieber Michael Link, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Dankeschön. Ja, lieber Florian, lieber Andreas Nachtmann, Andreas Weig, danke für die Einladung heute Abend nach Böblingen. Weshalb Europa und weshalb Europa insbesondere jetzt auch als Thema vor der Bundestagswahl? Europa deshalb, weil Europapolitik nicht nur im Europäischen Parlament, sondern ganz genauso über den Bundestag gemacht wird. Europa deshalb, weil davon, nämlich wie wir bei der Bundestagswahl wählen, auch ganz wesentlich abhängt, ob Europapolitik auf Kurs bleibt oder ob Europapolitik auf den Kurs von SPD und Grünen einschwenkt. Jetzt haben wir alle viel, und gerade im Wahlkreis von Florian Tonka, ganz besonders viel natürlich auch immer wieder über Haushalt gehört, über Steuern, über Wirtschaftspolitik. Aber auch Europapolitik steht bei der Bundestagswahl zur Wahl. Ich freue mich, dass heute einer aus Ihren Reihen kandidieren wird als Europakandidat. Ich freue mich, dass er persönlich dann auch dafür stehen wird, dass wir mit unseren Werten nächstes Jahr bei Europa antreten für ein liberales Europa. Aber bereits jetzt in der Bundestagswahl wird die erste Weiche gestellt, wie die Europapolitik weitergeht. Und da möchte ich gerne ein paar Punkte aus meiner Arbeit gerne Ihnen präsentieren, auch als Rechenschaft darüber, wie wir in den letzten 4 Jahren in der Bundesregierung gearbeitet haben im Bereich der Europapolitik. Denn wie gesagt, um es zu wiederholen, Europapolitik wird genauso in den Hauptstädten Berlin, Den Haag, London, Paris gemacht, wie in den europäischen Institutionen in Brüssel und Straßburg. Und wieso ist es so? Ganz einfach, weil für alle großen Entscheidungen in Europa wir immer eine doppelte Mehrheit brauchen, eine Mehrheit im Ministerrat und eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Und es ist sogar momentan so, dass, und deshalb haben wir auch den Titel gewählt, starkes Deutschland, starkes Europa, dass momentan alle unsere Nachbarn ganz besonders stark auf uns blicken. Wir unterschätzen oft als Deutsche, wie stark unsere Nachbarn auf uns blicken und wie sie auch manchmal die positiven, manchmal die negativen deutsche Führung anmahnen oder fürchten. Unser Gewicht, unsere Stärke wird in der Regel von anderen respektiert, von manchen bewundert, aber von vielen gefürchtet. Weshalb? Weil wir durchaus als größtes Land in der Europäischen Union, als bevölkerungsstärkstes Land in der Europäischen Union und als zentralstes Land in der Europäischen Union, im Übrigen aber auch als wirtschaftsstärkstes Land in der Europäischen Union, weil wir durch diese vier Determinanten, durch diese vier Faktoren definiert werden. Und wie gesagt, wir unterschätzen oft das deutsche Gewicht in europäischen Fragen. Umso wichtiger ist, dass wir aufgrund dieser Größe, Bevölkerungskraft, Wirtschaftsstärke, aber auch zentralen Lage, übrigens hat kein anderes Mitglied der Europäischen Union und auch weltweit kaum ein anderes Land so viele Nachbarn wie wir. Also aufgrund dieser zentralen Lage ist es besonders wichtig, dass wir klar sagen, wo wir stehen. Wir als Liberale stehen für ein europäisches Deutschland, nicht für ein deutsches Europa. Wir stehen für ein europäisches Deutschland, was sich mit seinen Interessen einbettet in die gesamteuropäischen Interessen. Wir sind bereit, mitzuführen, aber nicht durch Dominanz, sondern durch gutes Beispiel. Das bin ich jetzt beim eigentlichen Thema, um was es inhaltlich geht bei der Bundestagswahl. Deutschland steht deshalb stark da in Europa, weil wir über die ganzen Jahre hinweg, und das möchte ich ausdrücklich ausdehnen, auch auf die Zeiten der Großen Koalition oder die Schröderschen Reformen um Hartz IV, weil wir immer wieder an uns selber gearbeitet haben. Manche Reformen haben wir übrigens auch aus der Opposition heraus als FDP unterstützt. Vieles von den Hartz-IV-Reformen, vieles von dem, was die Große Koalition gemacht hat, haben auch wir aus der Opposition heraus unterstützt, weil wir sagen, dort, wo es sinnvoll ist, haben wir nie Fundamentalopposition gemacht. Wir würden uns das Gleiche von der jetzigen Opposition wünschen, wenn im Bundesrat reihenweise wichtige Reformvorhaben blockiert werden. Also nicht ideologischer Ansatz, das, was die FDP auszeichnet, das machen wir auch in der Europapolitik. Wir haben versucht, uns immer so zu reformieren als Deutschland, dass wir tatsächlich unsere Lokomotivfunktion, die wir in der Europapolitik haben, auch wirklich ausführen zu können. Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik, wo wir, anders als viele unserer Nachbarn, einen reformierten Arbeitsmarkt haben, den wir uns als FDP, nehmen wir zum Beispiel den Bereich des Kündigungsschutzes, der aus meiner Sicht ein Arbeitseinstellungshemmnis ist, so wie er heute geregelt ist, aber immerhin sind wir dort auch in vielen Bereichen weiter als unsere europäischen Nachbarn. Würden wir aber jetzt dem Rezept von SPD und Grünen folgen, würden wir im Bereich des Arbeitsmarkts, zum Beispiel durch einen Mindestlohn, hier einen Kurswechsel ausführen,
und uns gar für einen europäischen Mindestlohn aussprechen, so wie Sie es im Europawahlprogramm der Grünen finden, dann sage ich Ihnen voraus, würden wir bald auch bei uns nicht weniger Arbeitslose haben, sondern wir würden die Entwicklung haben in die andere Richtung. Denn überall dort, wo Sie einen Mindestlohn finden, ist die Arbeitslosigkeit höher. Das mag nicht immer kausal sein, aber es ist ein wesentlicher Teil davon. Es nützt Ihnen nämlich gar nichts, wenn Sie einen Mindestlohn haben, wenn gleichzeitig die Jugendarbeitslosigkeit bei 40% oder 50% ist, so wie bei Spanien beispielsweise. Also in diesen Bereichen Reformen, Wettbewerbsfähigkeit, an der eigenen Attraktivität des Standorts zu arbeiten, das ist der Grund, weshalb wir Deutsche tatsächlich im Verhältnis zu unseren Nachbarn besser dastehen momentan. Aber eben nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir eben über die Jahre immer an uns gearbeitet haben. Und regelmäßig Reformen gemacht haben, um uns wettbewerbsfähig zu halten. Jetzt wird uns vorgeworfen, dass vieles an unserer Exportstärke andere schwächen würde. Gehen Sie bitte nicht auf diesen Leim. Die Lokomotive, der Zug wird nicht dadurch schneller, dass die Lokomotive gebremst wird. Unsere Exportstärke schadet niemanden in der Eurozone. Unsere Exportstärke ist das Ergebnis einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft, exportorientiert, inhabergeführt, in der Regel sehr oft vom Mittelstand getragen. Weshalb haben wir diese Stärke? Weil wir zum Beispiel eben noch einen starken Mittelstand haben. In Frankreich wurde der Mittelstand Ende der 80er Jahre durch die Einführung der 35-Stunden-Woche nachhaltig geschwächt. Guter Bekannter von mir, der ist stellvertretender Vorsitzender des französischen Unternehmerverbandes BEDEF, er hat mir gesagt, für uns, Michael, war klar, es ist die 35-Stunden-Woche Mittelstand das Kreuz gebrochen. Wir haben uns davon nie mehr erholt. Also, dass wir gut dastehen, hat Gründe. Es ist nicht, weil wir Deutsche sind. Es ist nicht, weil die anderen schlechter sind. Es ist, weil Politikentscheidungen gefällt worden sind, die wettbewerbswidrig waren oder die den französischen Standort in dem Fall massiv geschwächt haben, zum Beispiel durch die 35-Stunden-Woche. Oder nehmen Sie jetzt das aktuelle Beispiel mit Renteneintrittsalter 60, wo Präsident Hollande gesehen hat, er muss das wieder reformieren. Deshalb wird Frankreich jetzt beginnen, mit sehr viel Bauchschmerzen auch eine Rentenreform zu machen. Schlicht und einfach deshalb, weil alles andere sich nicht rechnet. Wir sind also in den ganzen Bereichen, die wir jetzt erwähnt haben, gerade, aber ich könnte noch viele hinzufügen, als Deutschland etwas wettbewerbsfähiger oft als unsere Nachbarn. Das ist auch der Grund, weshalb wir durch diese Wahlperiode und durch diese Krise gekommen sind, ohne auch nur eine Steuer zu erhöhen. Wir sind durchgekommen durch diese Krise. Wir sind mit Ausnahme der Tabaksteuer, das muss man der Korrektheit halber erwähnen, aber das ist ein, würde ich mal sagen, das ist hier ein Sonderfall. Aber wir sind mit Unterschied zu unseren Nachbarstaaten, sind wir, die alle Steuern erhöhen mussten, oder in erheblichen wirtschaftlichen Krisen waren, sind wir sehr gut durch diese Krise gekommen, weil wir, wie gesagt, an unserer Wettbewerbsfähigkeit haben. In dieser Situation steht also bei der Bundestagswahl sehr wohl an, wie es weitergeht und wie wir uns in den großen europäischen Themen einbringen wollen. Eines der ganz großen Themen der Europapolitik ist natürlich die Stabilisierung des Euro. Da ist Ihr Abgeordneter Florian Tonka ganz vorne mit dabei im Haushaltsausschuss und über seine Tätigkeit im SOFIN als einer der profundesten und besten Kenner der Materie in Berlin in der Fraktion und auch weit über die Fraktionsgrenzen hinaus zu diesem Thema geachtet. Deshalb möchte ich zu diesem Thema heute ganz bewusst nicht sehr viel sagen. Gerne in der Diskussion, wenn Sie wollen, etwas mehr. Ich möchte stattdessen zu ein paar Punkten etwas sagen, die oft in der Diskussion ein bisschen zu kurz kommen, die aber auch wichtig sind, weil sie sollen ein bisschen über den Tellerrand der jetzigen Krisenrhetorik, die wir, wenn wir ehrlich sind, alle vielleicht zusammen auch schon gar nicht mehr hören können, nach 4 Jahren immer wieder des Krisenmodus, die ein bisschen zu kurz kommen. Und das ist eben der Punkt, dass Europa eben auch für mehr steht, als natürlich nur den Euro und Wirtschaftszusammenarbeit. Es ist natürlich ganz wesentlich auch eine Wertegemeinschaft. Eine Wertegemeinschaft, die für uns als Deutsche mittlerweile, insbesondere für junge Leute, so selbstverständlich geworden ist, dass man Grenzen nicht mehr aus eigenem Erleben kennt. Oder wenn überhaupt, dann nur noch bei Transatlantikflügen, wenn man in den USA reist und sich wundert und ärgert über das komplizierte Visumsystem. Meine Damen und Herren, Sie wissen, diejenigen, die es früher durchgemacht haben, man konnte auch an der deutsch-französischen Grenze verdammt lange stehen, je nachdem, zu welchem Jahr man dahin kam. Oder an der zum Beispiel österreichisch-italienischen Grenze, kann ich mich noch als Kind erinnern, wie viele Stunden und halbe Tage ich dort verbracht habe auf dem Brenner. Europa ist eine Wertegemeinschaft,
Und sie ist gerade, weil sie bereits, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade weil wir bereits so integriert sind, so stark integriert sind, gerade deshalb fallen uns die Unterschiede zwischen uns heute auch stärker auf als früher. Es war früher, wo man die großen Gesten von Verdun über den Gräbern gemacht hat, oder 1963 mit Adenauer und Charles de Gaulle, die Rede in Ludwigsburg an die Jugend. Damals, wo jeder nach der großen Geste wieder nach Hause ging, letzten Endes sind doch national geführte Länder, wo es keine gemeinsame Währung gab, gemeinsam Binnenmarkt gab. Damals war die Geste und das Verbindende noch leichter. Heute, wo wir bereits massiv integriert sind, fallen uns die Unterschiede wie durch ein Brennglas auf. Und übrigens, der Euro ist natürlich, bei allen Vorteilen, die er uns gebracht hat, genau dieses Brennglas. Weil man mit aller Härte, mit aller Nüchternheit die Unterschiede jetzt sieht im gemeinsamen Währungsraum. Und man sieht auch die Unterschiede auf der Art und Weise, wie wir Werte praktizieren. Wenn Sie schauen, gegenwärtig die Entwicklungen in Ungarn zum Thema Medienfreiheit extrem beunruhigend, oder Bulgarien auch zum Thema Demonstrationsfreiheit extrem beunruhigend, oder nehmen Sie einen ganz anderen Fall, immer wieder Italien. Wir haben immer wieder darüber diskutieren müssen, auch in letzter Zeit im Bundestag und beziehungsweise mit unseren europäischen Partnern, was den Bereich der Medienfreiheit angeht, die Prozesse gegen Berlusconi. Auch da gibt es immer wieder Fragen, wie leben wir denn unsere Werte, wir Europäer? Wir haben versucht als Bundesregierung und als FDP in der Bundesregierung, deshalb die Wertefrage neben der gemeinsamen Wirtschaft nach vorne zu ziehen. Und Außenminister Westerwelle, Florian Tonka hat es gesagt, als einer seiner zwei Stellvertreter habe ich daran intensiv mitwirken dürfen. Außenminister Westerwelle hat gemeinsam mit der schwedischen, mit der dänischen, mit der finnischen und der niederländischen Regierung eine Initiative gestartet, die Rechtsstaatsinitiative, die genau in diesem Punkt nachsteuern soll, nämlich dass wir, wenn es Fehlentwicklungen gibt in der Europäischen Union beim Rechtsstaat, bei den Grundwerten, dass wir dann Instrumente haben, auch tatsächlich einzugreifen. Einzugreifen, wenn im Club, in der Union etwas schief geht. Und die Entwicklungen in Ungarn, was die Medienfreiheit angeht, was die Freiheit der Demonstration, des Partei, der Parteienfreiheit angeht, der Freiheit übrigens auch des Verfassungsgerichts, sind extrem besorgniserregend. Deshalb wollen wir auch bei diesen Themen auf jeden Fall nachsteuern und sagen, Europa, die Wertegemeinschaft muss erhalten werden. Der dritte Punkt aber, zu dem ich sprechen will, ist auch ein Punkt, der oft wenig beachtet wird, nämlich die Frage, wie können wir unser gemeinsames Europa verbessern? Oft werden Sie sagen, ja, ist ja alles schön und gut, was ihr macht, aber Europa ist mir zu weit weg. Das höre ich jedenfalls in Diskussionen immer wieder. Es ist mir zu intransparent, es ist zu kompliziert, das kann man niemandem mehr erklären. Sehr oft höre ich in Diskussionen das. Und ich habe gerade in letzter Zeit, ich habe jetzt gerade hinter mir in der letzten Schulzeit, bevor die Sommerferien begonnen haben, 9 Schulbesuche in verschiedenen Wahlkreisen. Interessanterweise fast überall, obwohl die Schulklassen sich mit Europa schwerpunktmäßig befasst hatten, ist mir aufgefallen, wie selbst für die Lehrer oft komplex und undurchdringbar der Gegenstand ist. Deshalb, meine Damen und Herren, bin ich überzeugt, und auch das ist eine Initiative, die wir als FDP gestartet haben, jetzt auf europäischer Ebene, geführt von Gita Westerwelle. Wir wollen die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene vereinfachen. Wir nennen das besseres Europa. Dabei wollen wir bei einem ganz wichtigen Punkt ansetzen, nämlich wir wollen dazu kommen, dass die Europäische Kommission, die gegenwärtig aus 28 Kommissaren besteht, wir wollen, dass sie, wenn irgend möglich, nach der nächsten Europawahl in einen Reformprozess geht und wir vielleicht im Idealfall dahin kommen, dass wir die Zahl der Kommissare halbieren können. Jetzt träume ich nicht, ich bin nicht naiv, Sie werden keinen Mitgliedstaat dazu bringen, auf seinen Kommissar zu verzichten. Aber wir könnten zumindest auf das Modell der Bundesregierung übergehen oder anderer Regierungen wie der französischen oder niederländischen Regierung und zu sagen, der eine Kommissar ist halt sozusagen ein Hauptkommissar und der andere ist ein Juniorkommissar. Also wie Minister und Staatsminister oder Minister und Staatssekretär. Ein ganz einfacher Weg, den man übrigens auch ohne Vertragsänderung machen könnte und der sofort die Bürokratie reduzieren würde, denn gerade vorhin, Andreas Knapp, wir haben es gerade vorhin gesagt, Kroatien ist jetzt als 28. Mitglied dabei. Sie wissen, was bedeutet, jedes Mitglied bekommt einen Kommissar. Kroatien hat jetzt für die verbliebenen Jahre der Amtszeit der jetzigen Europäischen Kommission, ist noch etwa ein Jahr im Amt, einen eigenen Kommissar bekommen. Wissen Sie auch, für welches Thema? Was schätzen Sie, was raten Sie? Finanzen. Nein,
Finanzen, das lässt sich. Das lässt sich die Euro-Gruppe empfehlen. Was schätzen Sie? Ich habe da was gehört hinten. Zellkommission, ja, ein bisschen was anderes. Ganz wichtig, überlegen Sie mal, was auf die Zigaretten drauf soll, was auf die Weinflaschen drauf soll. Hat ein bisschen was mit Gesundheit zu tun? Verbraucherschutz. Der Gordisch-Kommissar ist zuständig für Verbraucherschutz. Der Herr Neven Mimica, ein guter Mann. Ich kenne ihn seit einiger Zeit, der ist sicherlich sehr fähig. Aber es gehört nicht viel Prophetie dazu, zu vermuten, dass er natürlich in dem einen Jahr, was er jetzt im Amt hat, natürlich versuchen möchte, auch Zeichen zu hinterlassen. Und wie lässt ein Kommissar Zeichen? Indem er Richtlinien erlässt, indem er Regulierer schafft. Und hier sind wir bei meinem letzten Punkt, den ich ausführen will. Und der ist mir besonders wichtig. Europa wird nicht dann gelingen, wenn es möglichst viel reguliert, sondern wenn es den Mut hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese Frage beantworten Liberale, nämlich was ist das Wesentliche, ganz anders als Grüne, SPDler oder oft auch leider Christdemokraten. Für uns als Liberale heißt oft, weniger ist mehr. Regulierung dort, wo sie unabweisbar notwendig ist. Aus meiner Sicht ist ein starkes, ein zuständiges, aber dann auch wirklich konsequent zuständiges Europa, vor allem in 5 Bereichen wichtig. Das ist der Schutz unserer gemeinsamen Währung, klar. Das ist die starke gemeinsame europäische Stimme im Außenhandel. Einer der wichtigsten Bereiche übrigens überhaupt. Das ist halt nur deshalb, gerade weil wir mit einer Stimme sprechen, sind die Amerikaner auch interessiert, mit uns ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Wären wir dort genauso isoliert und vereinzelt wie in der Außensicherheitspolitik, würden sie uns nicht ernst nehmen. Die Amerikaner nehmen uns in diesem Bereich der Außenhandelspolitik sehr ernst. Wieso? Weil wir mit einer Stimme sprechen und in diesem Bereich unsere Souveränität bereits abgegeben haben, was Außenhandel angeht. Der dritte Bereich, Außen- und Sicherheitspolitik, wie gesagt, denn dort sind wir ein Zwerg. In diesem Bereich sind wir viel zu sehr noch in Vereinzelung gefangen. Insbesondere Franzosen und Briten, die sehr stark sich definieren über ihre Rolle als ständige Sicherheitsratsmitglied, dementsprechend auch sich nicht einordnen wollen in die gemeinsame Mehrheitslinie. Der vierte ganz wichtige Bereich ist natürlich die gemeinsame Innen- und Rechtspolitik, nehmen Sie den Bereich des europäischen Haftbefehls. Ich glaube, wir werden dazu kommen müssen, dass wir auch gemeinsame europäische Standards brauchen, was Asyl- und Einwanderungspolitik betrifft. Das ist ein Punkt, der für mich klar auf der Hand liegt. Und, sorry, das war schon der 5. Bereich. Also diese 5 Bereiche, Außenhandel, Binnenmarkt, Währung, Außen- und Sicherheitspolitik und Innen- und Rechts, das sind die Bereiche, wo ich glaube, dass wir klar mehr Europa und ein starkes Europa brauchen. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass man bei den anderen Bereichen Europa auch mal loslassen können muss und nicht überreguliert. Wie gesagt, Europa wird dann gelingen, wenn es sich nicht in Überregulierung verliert. Das ist die klare liberale Handschrift, die wir in den letzten 4 Jahren im Auswärtigen Amt in der Europapolitik gefahren haben. Und da möchte ich Ihnen einige Beispiele geben, was ich damit konkret meine. Beispiele, die sich übrigens auch hier für die Kreistagsmitglieder oder die Gemeinderatsmitglieder vielleicht auch praktisch nutzen lassen. Nehmen Sie das Beispiel der Wasserrichtlinie. Vor kurzem war die große Diskussion um die Frage von Kommissar Barnier vorgeschlagen, im Bereich des Wettbewerbsrechts und des Vergaberechts, ob man Stadtwerken in kommunaler Trägerschaft beim Erwerb von Anteilen in Nachbargemeinden oder in anderen Stadtwerken, ob man ihnen dort gewisse Vorschriften machen darf und wie weit es gehen darf. Ein hochkompliziertes Verfahren, was im Endeffekt dazu geführt hätte, dass kommunal getragene Stadtwerke im Prinzip wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich agieren können, vor allem nicht mehr zukaufen können. Wir haben das sehr stark kritisiert, weil wir gesagt haben, das ist eine unverhältnismäßige Maßnahme. Oder, anderes Beispiel, die Frauenquote. Jetzt kann man darüber streiten, mit Fug und Recht, ob man es gut findet oder nicht. Ich finde es persönlich nicht gut. Aber ich glaube, über eins müssen wir uns klar im Klaren sein. Ob wir eine Frauenquote haben, vorgeschlagen von der Europäischen Kommission, zuerst in der ersten Stufe für börsennotierte Unternehmen und in der zweiten Stufe generell für alle Aktiengesellschaften, ob wir sowas haben oder nicht, das sollte doch jeder Mitgliedstaat selber entscheiden. Das sollte nicht zentral geregelt werden. Also Subsidiaritätsverstoß. Subsidiarität als für uns Liberale ganz wichtiges Prinzip, nämlich das Prinzip, dass Dinge möglichst immer von der in Anführungszeichen unteren Ebene geregelt werden können und nur dann auf eine höhere Ebene gegeben werden sollen, wenn
erwiesenermaßen die in Anführungszeichen niedrigere Ebene Essen alleine nicht schafft. Ich glaube, und da waren interessanterweise die Skandinavier unsere besten Bündnisgenossen, die sozialdemokratische Regierung von Dänemark war unser bester Bündnisgenosse, die haben gesagt, natürlich sind wir für eine Quote, aber es kommt doch gar nicht in Frage, dass uns das Brüssel vorschreibt, das entscheiden wir selbst. Also mehr Vielfalt zulassen, mehr in mehr Bereichen auch tatsächlich einmal nicht regulieren, sondern es den Mitgliedstaaten, den Bundesländern und den Kommunen überlassen. Denn gewählte, und damit bin ich beim dritten Beispiel, gewählte kommunale Räte, ob im Kreistag oder im Gemeinderat, wissen selber sehr viel besser, ob, und das ist das Beispiel, nehmen Sie die Natura-Richtlinie, die FH-Richtlinie, Sie wissen sehr viel besser, ob irgendwo ein Grünzug speziell geschützt werden muss, ökologisch oder nicht. Deshalb, es muss nicht unbedingt alles im Umweltschutz zentral genau geregelt werden, bis in die kleinste Parzelle. Das aber war bei der Natura-Richtlinie 2000 genau der Fall, weshalb Land auf Land ab die Gemeinderäte bei uns damit enorme Probleme hatten. Oder viertes Beispiel, das Grünbuch City Maut. Die Europäische Kommission hat vorletztes Jahr vorgeschlagen, in einem Grünbuch City Maut, Grünbuch ist immer die Vorstufe dann zu einer Richtlinie, die später kommen soll, und die wird gegenwärtig verhandelt, hat vorgeschlagen, dass dann konkret, insbesondere für Großstädte, das hat etwas, wo hätte vor allem für Stuttgart enorme negative Auswirkungen, wo dann vorgegeben wird von der Europäischen Kommission, wie große Gemeinden ihre City- und Innenstadtverkehre regeln. Auch hier muss ich wieder sagen, das ist ein Punkt, wo ich die Zuständigkeitsfrage stellen möchte. Muss das unbedingt alles zentral geregelt werden? Also bitte erinnern sich jemand an die fünf Sachen, wo ich sage, da brauchen wir mehr Europa, aber das heißt dann im Umkehrschluss auch, anderen muss Europa auch mal loslassen. Das ist liberale Europapolitik. Sich konzentrieren auf das Wesentliche und vor allem den örtlich Gewählten, den Kommunalräten, den Landesregierungen und den Landesparlamenten auch was zutrauen und ihnen auch noch einen eigenen Entscheidungsspielraum zu machen. Denn ansonsten werden Wahlen auf Gemeinde- und Landesebene irgendwann eine reine Farce oder auch auf Bundesebene, wenn alles nur noch gemeinsam zentral oder zentralistisch auf europäischer Ebene entschieden werden soll. Und das letzte Beispiel, Vergaberichtlinie. Ich habe eine lange Diskussion mit einer Europaabgeordneten der SPD gehabt vor kurzem. Da ging es um die Frage, ganz wichtiger Punkt, da ging es um die Frage Vergaberichtlinie. Ja, also im Wettbewerbsrecht, Binnenmarkt, das ist zwar sicherlich klar die Zuständigkeit der Europäischen Union, aber da wollte das Europäische Parlament und wollte die Kommission, möchten da reinschreiben, dass ein K.O.-Kriterium wird bei der neuen Vergaberichtlinie, wenn ein Betrieb nicht ausbildet. Also wohlgemerkt, K.O.-Kriterium. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich ist die Vergaberichtlinie wichtig, weil der Wettbewerb im Binnenmarkt muss nach strengen Regeln laufen. Darf es keinen Betrug geben. Aber es stellt sich sehr wohl die Frage, ob völlig sachfremde Erwägungen da hineingeraten. Denn ob ein Betrieb ausbildet oder nicht, hat in aller Regel, insbesondere gerade bei kleinen und bei Handwerkern und bei inhabergeführten Betrieben, hat sehr gute Gründe. In Baden-Württemberg sind wir glücklicherweise in der Lage, dass wir in vielen Bereichen Vollbeschäftigung haben. Da ist der Kreis Böblingen sehr gut, der Kreis Schwäbisch Hall in meiner Heimat ist auch sehr gut. Auch in Heilbronn, im Landkreis insbesondere, sind wir genauso gut. Da gibt es viele, die einfach keinen finden, die gerne ausbilden würden. Es gibt aber auch andere, die sich momentan gerade nicht leisten können. Soll das ein Grund sein, aufgrund europäischer Gesetzgebung ein K.O.-Kriterium einzuführen? Verstehen Sie, da müssen wir hin, da müssen wir Liberale deutlich sagen, das ist nicht verhältnismäßig. Das hat in dem Punkt nichts zu suchen. Und deshalb muss liberale Europapolitik auch den Mut sagen, nicht automatisch immer alles mehr gemeinsam nach Brüssel, sondern Konzentration auf das Wesentliche. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der in den nächsten 2-3 Jahren eine ganz wichtige Debatte in Europa sein wird, nämlich die Frage, wer macht was, wer ist für was zuständig. Und da möchten wir als Liberale uns auch in die Bresche werfen dafür, dass Parlamente auf Landes-, Bundes-, aber auch auf kommunaler Ebene noch einen wesentlichen Entscheidungsspielraum behalten und wir uns da nicht sozusagen immer nur auf die zentralistische Entscheidungsbahn verschieben. Das sind Dinge, über die oft nicht diskutiert wird, weil wir zu sehr natürlich verständlicherweise in der Tagespolitik sind. Aber das steht auch, wenn Sie so wollen, philosophisch und Demokratie, vom Ansatz her demokratietheoretisch hinter unserer liberalen Linie, die wir verfolgen, weil wir fest überzeugt sind, dass
der Standortwettbewerb, die Vielfalt der Möglichkeiten, gerade wie wir es im deutschen Föderalismus auch pflegen, weil das auch in Zeiten der Europapolitik erhalten bleiben muss. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine wirklich moderne Europapolitik, die die Probleme dort angeht, wo sie am besten zu lösen sind, nämlich in aller Regel vor Ort und dort, wo wir es alleine nicht schaffen, konsequent dann auch wirklich mit der gemeinsamen europäischen Linie. Alles das steht auch am 22. September zur Wahl. Denn wenn eine rot-grüne Bundesregierung kommt, oder sei es auch nur eine schwarz-rote oder schwarz-grüne, wird sie diese Punkte anders beantworten. Weil die Grundtendenz, Entscheidungen zu delegieren, nach oben, immer weiter nach oben, immer weiter weg, die ist leider bei unseren politischen Wettbewerbern überall da. Deshalb müssen wir da als Liberale ein klares Signal dagegen setzen, für Eigenverantwortung nicht auf Kosten der anderen, sondern als Verantwortung wirklich eigene Verantwortung selbst zu übernehmen und dafür dann auch gerade zu stehen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, weshalb ich Europapolitik mache. Und so versuchen wir auch die Europapolitik in der Bundesregierung zu gestalten. Immer wieder mal auch gegen heftigen Streit. Wir haben mit Frau von der Leyen uns lange freundschaftlich gezofft im Auswärtigen Amt, denn sie war nämlich eine große Anhängerin am Anfang der Frauenquote von Brüsseler Ebene. Sie hat dann am Schluss dann eingelenkt, aber es war, wie gesagt, immer da ein harter und langer Kampf. Meine Damen und Herren, wie gesagt, alle diese Sachen stehen auch jetzt bei der Bundestagswahl an. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Sachen auch Ihren Mitbürgern bei der Wahl immer wieder darauf hinweisen. Denn so wichtig die Auseinandersetzung über Steuerpolitik ist, die wir haben, über Wirtschaftspolitik, genau das ist eben auch wichtig. Und der letzte Punkt, natürlich, da komme ich jetzt nochmal ganz kurz zurück auf das Thema Euro, natürlich steht dabei auch zur Wahl, ob wir den jetzigen Kurs beibehalten bei der Euro-Rettung oder ob wir die Schleusen öffnen in Richtung Euro-Bonds. Denn SPD und Grüne, nachzulesen im Programm, es ist ein bisschen verklausuliert, aber es steht klar drin, stehen natürlich für einen Kurswechsel im Bereich der Euro-Stabilisierung. Wir haben immer gesagt, wir stehen zu konsequenter Unterstützung in Form von Hilfe zur Selbsthilfe für Staaten wie Griechenland, Portugal und Spanien. Aber eben Hilfe zur Selbsthilfe im Rahmen der Eigenverantwortung. Nicht durch geteilte Bonität durch Eurobonds, nicht durch politische Zinssätze, die am grünen Tisch der Politik entschieden werden. Wir sagen im Gegenteil, der Zinssatz, der Spread, ist wichtig, weil er das Vertrauen der Marktteilnehmer in den jeweiligen Staat reflektiert. Und deshalb sind wir konsequent weiter gegen Eurobonds. Würden wir diesen Kurs nun aufgeben, würden wir hier in eine andere Richtung gehen und sei es nur durch eine große Koalition, wäre der wesentliche Reformanreiz in Portugal, in Spanien, in Griechenland über Nacht weg. Deshalb, auch das steht auf dem Spiel, jetzt bei der Bundestagswahl. Und insofern haben wir, glaube ich, sowohl eine deutsche als auch eine europäische Richtungswahl vor uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.